Und willkommen zurück, wie gesagt, vor der Statue. Genau, ich bin wie immer auch wieder dabei. Das möchte ich auch hoffen, sonst komme ich nicht weit. Nein, da geht's noch nicht rein. Oh, du musst wieder raus. Nimmst du denn den Schlüssel? Ah ja, stimmt. Ah, ich werde besser. Entschuldige, ich habe ein bisschen vergessen, was wir vorhin gemacht haben. Nein, ich würde den anderen nehmen. Den Falltürschlüssel. Ja. Merke ich. Jetzt dann würde ich erst nach links. Ja, wir raten, um die Tür zu öffnen. Da innen sind nämlich ein paar alte Kollegen. Nein, ich habe auf den Mönch eingeschossen. Ah, scheiße passiert. Passiert nur unter dem Einfluss von Alkohol. Nein, ich bin nicht alkoholisiert. Ich bin auch nicht angeheitert. Ich gönne mir mal einen kleinen Drink. Mehr nicht. Ich bin 17, da darf man das allmählich. Ja, glaube ich auch. Solange man sein Maß kennt. Und ich kann mich nicht daran erinnern, mein Maß überschlagen zu haben. Haha. Nee, bisher habe ich es noch nicht übertrieben. Ich gehe auch selten auf Feiern, daher. Schwer machbar. Ich bin auch nicht der Typ, der dauernd feiern geht. Ich hasse Feiern, wenn ich ehrlich bin. Ist mir zu viel, zu hektisch. Übrigens, wenn du die Decke da innen anschaust, dann sieht die zumindest in dem Raum von vorhin richtig lustig aus. Ah, die Musik mag ich. Scheiße, ich habe die leider nicht mehr auf dem iPod. Sonst würde ich die jetzt lauter stellen. Da hinten in dem Fels wahrscheinlich den Spalt. Rein und rauf da. Nein, nicht runter! Andere Richtung! Ran an die Leiter. Bin auf dem Weg. Und speichern ist gut. Ich weiß. Du kennst denn meine Meinung zum Speichern. Man kann nie genug davon haben. Genau. Ich hoffe auch, dass das Let's Play im Laufe der Zeit immer besser gespielt wird. Anfangs, ich erinnere mich noch an die ersten Folgen, das war irgendwie nett, aber nicht so... Nee, du kannst ja schon runter, da ist eine Barriere drunter. Obacht, wenn du jetzt dann da hinten reinläufst, sind da ein Schütze und ein Vogel. Ah, dann müssen wir... Falsche Taste, das ist die richtige. Mit der, glaube ich, kommst nicht weit. Ja, ich wollte eine da drüber erwischen. F5. Ah, ich glaube auch ohne Medik komme ich nicht besonders weit. Und Flatterviech. Mit Federn. Ah, diesmal wieder nur ein kleines. Hast du 24? Vogel. Dafür reichen Pistolen. Wuhu! Jetzt dann, wenn du nach rechts läufst. Kommen da auch noch zwei Vögel, aber Obachter ist auch ein Mönch. Heißt, be careful. Yes, ma'am. Siehst du, schätze ich. Du hast auf den Mönch geschossen. Er steht ja auch so blöd. Nicht speichern, auf gar keinen Fall speichern. Wenn ich jetzt speichere, bin ich so ein Idiot. Ach ja, ich habe das Medic vergessen. Ich wusste, da war noch was. Das wäre in dem Fall, glaube ich, gar nicht so übel. Nicht zweimal den gleichen Fehler, besonders nicht in so kurzer Zeit. Bang, bang, drehen, bang. Ist weg. Waffenwechsel. Vogelwäsch. Wie gesagt, jetzt dann aufpassen mit den zwei Vögeln. M16 Muni, jui. Speichern, ich habe nämlich keine Lust, den nochmal zu erlegen. Ich bessere mich, yay. Aber Junge. T
Theoretisch müsstest du da hoch, diese Rampe, die du da gerade gesehen hast. Ja, diese Rampe musste gleich hoch. Und siehst davon den Vorsprung auf den drauf, genau. Und jetzt rüber aufs Dach von dem Haus. Wieso hat er jetzt alt nicht angenommen, mein schöner Rechner? Mein liebevolles Gerät. Und was man auch aufpassen muss, du kommst bloß auf die etwas niedrigeren Zwischenspalten. Das heißt, du musst. Ja, auch schön. Mein Alter funktioniert gerade irgendwie nicht. Ich drück sie ernsthaft. Ich würde es ja probieren. Geht nur leider schlecht. Ja. Demnächst zocken wir noch über ICQ mit Cam an, damit du siehst, dass ich wirklich die Tasten drücke. Ich hab keine ICQ. Dann holst du dir eins. Ach nee, ich hab so viel, da brauchen wir auch noch ICQ. Ich hab auch X-Fire, Steam, Skype, ICQ. Warum mag das gerade bei dir ernsthaft nicht, ey? Weil ich entweder gerade wirklich scheiße zocke oder weil ich nicht kann oder weil das Spiel gerade irgendwie rumschmeckt. Ich persönlich bin ja für Spielspektrum, weil das heißt dann nicht, weil das heißt dann ja, dass der Fehler nicht mehr bei mir liegt. Alter, ich kann besser nicht springen. Ich würde es ja probieren, wie gesagt. Was wollen die von mir? Ich war da doch schon oben drauf. Also. Jetzt. Na endlich. Speichern. Echt, ey, das kann doch nicht. Das kann doch nicht das Maß aller Dinge sein. Ich habe jetzt keine Lust, da wieder ein bisschen rumzuhampeln. Wer weiß, wie das aussieht. Ich werde mich sicherlich wieder verflucht aufregen, wenn ich das schneiden darf, weil ich mich frage, was soll der Müll überhaupt? Echt, ich drück nach vorne. Ich brauche eine neue Tasse. Die scheint die dich gerade echt nicht zu mögen, die gute Miss Croft. Nee, die Miss Croft mag mich, die Tastatur mag mich nicht. Ich glaube, das liegt daran, dass ich damals drauf rumgehämmert habe. Na, endlich. Nicht so ganz, wie ich geplant habe, aber. Drin. Prinzip ist dasselbe. Wenn du jetzt dann rausgehst, Obacht, da ist ein neuer Schütze. Allerdings den kannst du einfach überlaufen, weil der hat nichts. Also für, bei mir hatte der irgendwie nie was bei. Dann gucke ich auch nicht großartig nach. Weil wenn einfach laufen, den ganzen Weg bis zur Leiter zurück. Und die Leiter wieder runter. Erinnern wir uns hier hinten an das. Moment. Ich weiß schon, was du meinst. Da, das Fenster. Das ist ja nach dem Strudel, ne? Ja, genau. Ah. Da habe ich ja versprochen, wir kommen da noch raus. Wer sich erinnert. Hat jetzt nicht so ganz funktioniert. Da muss man genau ausrichten, sonst geht's schief. Mit der Leiter hatte ich nämlich auch öfter mal Probleme. Also ich mag die auch nicht so sonderlich gern. Wie gesagt, der hat mich noch nie interessiert, dem bin ich immer davon gelaufen. Ich hab Steuerung gedrückt. Ich wollte doch nur dranhangeln, um runter zu gucken. Echt, ey. Nimm doch die Umschauentaste, das ist ein 0 auf dem Ziffernblock. Das liegt so blöd bei mir. Da muss ich so komisch kreuz greifen. Der rechte Hand, der. Kleine Finger meiner rechten Hand, nicht der rechte Hand meines kleinen Fingers. Ja, klar. Also, die rechte Hand, na, falsch rum wieder gesagt. Der kleine Finger meiner rechten Hand ist dafür ein bisschen ungeeignet. Da musst du dich ganz hinten ans Eck stellen und ein bisschen schief ausrichten. Oh oh. Geht. Jetzt kann es sein, dass dich da vorne noch ein paar Liebhaber erwarten. Miller anscheinend verlassen hat. Ich meine, sind sie da? Manchmal nicht.
Ich höre Schüsse. Ja, du hörst richtig. Da sind Tibbys. Mindestens ein totes Typi. Oh oh, und ein lebendes Typi. Lebendes Typi gefällt mir nicht. Wenn der dich einmal getroffen hätte, wärst du Matsch gewesen bei dem Kraft. Er hat mich aber nicht getroffen, also interessiert mich das relativ wenig. Guck mal die Decke an, die schaut cool aus in dem Raum. Nein, in dem, wo du gerade herkommst. Der Raum hinter dir in gewissermaßen. Also ich hab da irgendwie so ein cooles Ding drin, dass die Decke voll cool. Och, bei dir sieht die normal aus. Schade. Bei mir ist die voll cool verzerrt. Ja, genau, das meine ich. Das finde ich irgendwie geil. Lol. Kann sich seinen eigenen Hintergrund basteln. Entweder macht man es so oder man mag diese schwarze. Vielleicht nimmt man ja auch hier ein bisschen das weiße. Jetzt ist es weg. Aber ich finde, es sieht cool aus. Was hat Ralf gerade gesagt? Mein Bruder hat gerade gemeint, Call of Duty wäre viel besser. Welches? Das erste, das zweite, das dritte, das vierte? Welches? Black Ops und MW3 meinte. Black Ops finde ich persönlich von der Story her nicht so spitze. Und wenn man mal aufpasst, es gibt zwei Macher von Call of Duty. Die einen machen Black Ops, die anderen machen die MW-Reihe. Und die Macher von MW finde ich persönlich besser. Die haben die bessere Story und auch eine schönere zusammenhängende Geschichte. Und ich persönlich ziehe auch MW, na gut, MW3 kenne ich jetzt persönlich nicht allzu gut. Soll aber nett sein. Welches? Meint er 1, 2 oder 3? Du kannst die Tür da drüben übrigens aufsperren. Also er lässt noch fragen, welches Modern Warfare? Modern Warfare sind alle von den gleichen machen und die anderen machen die anderen Spiele. Modern Warfare. Welches du am besten findest. Also da 1, ich 2 oder 3. Das erste habe ich nie großartig kennengelernt. Das einzige, was ich selbst gespielt habe, ist bisher 2. Aber aufgrund von Let's Playern und aufgrund dessen, dass der eine in unserer Gamer-Gemeinde ja MW3 spielt, habe ich MW3 auch kennengelernt. MW3 ist meiner Meinung nach genauso gut wie MW2, aber besser umgesetzt. Das heißt, MW3 ist vorne. Mein Bruder meint, du sollst ihm beim Spielen dann mal zugucken. Jetzt zeige ich dir einen Trick. Du brauchst dahinter gar nicht. Nein, nein, da gibt's einen Trick. Stell dich so hin, dass du mit dem Seitwärtssalto drüber kommst. Das klappt, wetten? Muss man einen Schritt seitwärts machen, sonst landest du im nächsten Feuer. Ja, wenn du meine Schritt seitwärts Taste. Halt meine, oh Scheiße. Meine Schritt-Seitwärts-Taste ist gerade belegt mit der Frubs-Aufnahme. Ich kann also keinen Schritt zur Seite machen. Ich habe Bild nach unten Frubs aktiviert. Das heißt, sobald ich die Taste drücke, um mich auszurichten, haben unsere lieben Zuschauer kein Bild mehr. Oh. Gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Aus dem Grund nutze ich die Taste ja so gut wie nie. Aus dem Grund renne ich ja so oft gegen Schlüsseltüren. Um dann nochmal nach hinten zu rennen, um dann noch wieder nach vorne, weil ich einfach die Schritt zur Seite nicht habe. Den Schritt zur Seite nicht habe. Da unten ist übrigens der Anfang vom Level gewesen. Ich weiß. Also ich weiß es. Ich frage mich nur, ob das die anderen wissen. Jetzt weiß es jeder. Ja, deswegen war ich ja so lieb und hab's gesagt. Bin ja ein liebes Mädchen. Und hier haben wir wieder einen Cut rein, weil sonst die Aufnahmezeit wieder überschritten wird. Bye bye. Okay, ciao.